Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück auf Südhämmern. Ja, also die Dieselproduktion, ne, steht still, Torfproduktion steht auch still, aber es ist noch Diesel über, das heißt 98.000 Liter, da ist Schluss. Da muss erstmal entnommen werden und das habe ich auch vor. Ich will mal einen kleinen Teil vom Torf nehmen und ich habe mich entschieden, bei der Kirschproduktion schon mal abladen und den Rest natürlich dann direkt verkaufen. Wenn wir da was entnommen haben, ist es halt so, dass dann die Produktion auch weiterläuft. Ich glaube, da werden wir eine Menge Geld mit verdienen, das wir auch brauchen, um uns hier halt weiterzuentwickeln, ne? Ich habe mir gedacht, ich nehme beide Traktoren und beide Anhänger mit hoch, weil der eine Anhänger soll, der kleine, soll halt zum besser dosieren sein. 21.000 Liter dann für die Kirschen. Und den großen nehmen wir dann, damit wir nicht so oft fahren müssen, für den Verkauf vom Torf. Jetzt muss ich natürlich nur, wir haben es ja letztes Mal gesehen, es geht eh nur halbautomatisch, neue Kurse einfahren. Einmal sowieso für die Kirschen, das wird spannend. Wir müssen einmal quer über die Map und die Map, ne, die ist nicht klein. Ne? Hier oben ist Kirsch- und Pflaumenproduktion und hier unten in der anderen Ecke, ne, hier, da haben wir die Torfherstellung. Das heißt, fast einmal quer rüber. Das wird noch spannend. So, jetzt muss ich natürlich gucken, ich will jetzt nicht zweimal fahren. Das heißt, ich stelle mir da einen kleinen Konvoi zusammen von beiden Traktoren. Ich werde dann den großen Traktor von Hand, also den John Deere von Hand hochfahren und den kleinen werde ich mit Follow Me hinten dran hängen. Der kann dann hinterher fahren. Dann habe ich das in einem Abwasch erledigt. So, wir stellen den mal hinten an. Motor läuft. Steuerung F. Steuerungstaste halte ich nochmal gedrückt. 25 Meter. Ich sag mal 50 Meter. So, das müsste als Abstand reichen. Rein in den John Deere Motor an. Ja. Und dann bringe ich die beiden mal hoch oder runter, wie auch immer, zur Torfproduktion. Ich fahre mal an. Muss jetzt natürlich gucken. Ja, der Kleine kommt. Gut. Dann sehen wir uns gleich bei der Torfproduktion. Ich habe jetzt beide hier. Letztes Mal hat das nicht so geklappt mit dem Fahren unterm Trigger. Da müsste man wahrscheinlich rückwärts ansetzen und ja, kriegt man wahrscheinlich irgendwie mit Crossplay geregelt. Problem ist halt nur, der Startpunkt und der Stopppunkt liegen dann wieder so dicht bei dem Trigger. Das wird eine Heidenfummelei. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich halt halbautomatisch, ne? Soll ja nicht das Problem sein. Ich werde jetzt mal eben einen Kurs einfahren. Offscreen. Das dauert einen Moment, deshalb offscreen, damit ihr euch nicht langweilt. Für das Bringen vom Torf zur Kirschproduktion. Und ja, danach gucken wir einfach mal kurz rein, ob dieser Kurs funktioniert. Und dann kümmern wir uns um den Rest Torf. Um den Abverkauf halt, ne? Also gut. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ich bin den Kurs mal eingefahren. Das war auch, mein lieber Scholli, das war eine Ecke zu fahren, ne? Da bin ich dann schon froh, dass das zukünftig Cosplay übernimmt. Das kostet halt Zeit. Und in der Zeit, wo Cosplay dann die Strecke fährt und die Auslieferung macht, kann man halt andere Sachen machen. Jetzt ist es halt halbautomatisch, das heißt, ich werde den Anhänger jetzt von Hand hier drunter boxieren und befüllen. Das macht ja nicht viel. Ich drücke jetzt mal R, Torf. So, dann kriegt er jetzt 21.000 Liter Torf verladen. Ich habe jetzt die Strecke so eingefahren, dass ich, also am Obsthof, ein bisschen kurios. Ich habe es mir da ein bisschen schwerer gemacht, als ich es eigentlich gemusst hätte. Zeige ich euch aber später. Ja, Obsthof heißt das Ganze. Ich habe jetzt hier aufgeladen
Der Kurs liegt in der Nähe. Ne? Also wenn er dann hier später wieder zurückkommt und leer ist, wird er vom Stoppschild zum Startpunkt fahren und da wird er anhalten und auf seine Ladung warten. Da er keine Ladung kriegt, bleibt er da einfach stehen. Dann kann ich hier von Hand in Ruhe wieder rangieren. Das macht er so, da keine Schwierigkeiten. Hier stelle ich jetzt ein, erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Dann wird er sich jetzt hier zum Startpunkt begeben. Und dann macht er den Anhänger dicht. Plane drüber, genau. Und legt los. Ja, die Strecke ist bekannt. Die geht an der Dieselproduktion vorbei. Und dann halt noch ein Stück weiter zum Obsthof. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Weil den Rest, den kennen wir halt schon. Ne? Bis gleich. Wir fahren jetzt hier an der Dieselproduktion und also am Klärwerk, ne, vorbei. Zwei schöne große Zufahrten. Und folgen einfach dem Straßenverlauf. Und da hinten sehen wir schon den Obsthof. Das ist also eine ganze Ecke gewesen. Ne? Hier zur Linken nochmal Klärwerk, Dieselproduktion. Führt auch eine Straße noch lang. Ich denke mal zum Forstgebiet. Wir können ja also in der Tat auch Holzbeschaffung machen. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Hier ist also der Obsthof. Und der Obsthof hat zwei Zufahrten. Die zweite Zufahrt habe ich aber zu spät entdeckt. Deshalb habe ich es mir gleich beim Rangieren ein bisschen schwieriger gemacht. Als ich es eigentlich hätte gemusst. Jetzt kommt es darauf an, ob ich gut gefahren bin. Ob ich das mit den Triggern richtig gesehen habe. Die sind jetzt hier halt zur Linken, ne? Vier so kleine Sattelsilos. Ich bin jetzt mal dicht dran vorbeigefahren, in der Hoffnung, er erkennt irgendeine Abladestelle. Er hat offensichtlich eine Abladestelle erkannt. Jetzt zwar nicht so positioniert, dass das hübsch aussieht, aber es funktioniert. Da hinten, das ist das blaue Wasserfass hier, wo wir Wasser anliefern müssen. Torf. Und Kompost wird hier, Kompost angeliefert, Torf, da kommt Wasser rein. Und dann gibt es hier Pflaumen und hier gibt es Kirschen. Ich hätte jetzt hier rausfahren können, hier ging es dann wieder zur Straße. Aber ich habe noch auf dem Hof drehen lassen, wie man sieht. Naja, aber das hat zumindest schon mal geklappt. So, wir haben hier 21.000 Liter Torf. Was uns jetzt noch fehlt, ist Kompost. Da will ich auch 21.000 Liter Kompost später noch hinbringen. Und dann kriegt diese Geschichte noch Wasser von mir. Und dann wollen wir mal sehen. 21.000 Liter Torf, 21.000 Liter Kompost macht 42.000 Liter Kirschen. Wollen wir mal sehen, ob das dann so aufgeht und wie viel Einfluss dann noch Wasser hat an die Menge der Produktion. Ne? Gut. Hier ist noch ein Wasserfass. Ob das dann hier für die Kirschen ist und das für die Pflaumen, ah, das sehen wir dann. Jetzt kümmern wir uns, nachdem wir das hier mal zumindest schon mal erfolgreich hingekriegt haben, kümmern wir uns mal um den Torfverkauf, damit unser Konto sich wieder füllt. Bis gleich. So, die Strecke von dem Kleinen führte zufälligerweise, nein, also die führte am Hof vorbei. Ich habe ihn da gleich eingeparkt. Jetzt haben wir den John Deere mit dem großen Anhänger hier und vom System her will ich das mit dem Kurs jetzt natürlich genauso machen wie vorhin mit dem Torf, also dass ich manuell unter das Förderband runterfahre und wenn er voll ist, ihn dann quasi auf die Reise schicke. Als wir hier entnommen haben, hat die Torfproduktion auch wieder eingesetzt. Das hat man gehört und er steht schon wieder still, weil er fleißig nachproduziert hat. Aber hier ist halt noch genug Diesel drin. Das sind noch 13,5 grob, ne? 13.500 im Groben. Die verdreifacht sich ja die Summe im Torf. Also da kriegen wir eine Menge Torf raus. Ich werde wieder den Startpunkt ungefähr hier hinlegen gleich. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wenn wir heute Torf verkaufen
wo wir am meisten Geld dafür kriegen. Übrigens, Quaki, ich habe deinen Kommentar gelesen. Vielen Dank dafür. Da gibt es halt so einen Zusatz, den man irgendwie in die Ordner verbringt. Dann ändern sich hier die Bilder, die Symbole und die werden auch alle, ich vermute mal ungefähr so wie hier, beschriftet. Das macht es natürlich einfacher. Das muss irgendwie in die Map eingefügt werden und, und. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Ich werde mich da nochmal in Ruhe mit auseinandersetzen. Das Risiko ist halt, wenn ich jetzt das falsch mache, ist das alles hier ruiniert, vielleicht auch der Speicherstand. Deshalb muss ich mir da Sicherheitskopien vorher noch anlegen und ne, mache ich mal in Ruhe, gucke ich mir das mal an. So, wir waren beim Torf. So, Torf. Torf direkt verkauft. 2.990 Euro am Landi für 1.000 Liter. Landi waren wir ja letztes Mal schon Torf verkaufen. Allerdings hatte ich den Kurs da so eingefahren, der kam da nicht mehr weg, ne? Also der hat sich festgefahren. Das soll ja nicht passieren. So. Wollen wir mal schauen. Wir können hier quasi einen großen Rundkurs fahren. Dann sollte das auch hier mit dem Nachbarn klappen. Ich verstehe, das ist das. Aha. Ja, also diesmal sollte es besser funktionieren. Jetzt habe ich ja hier so begriffen, ne? Also ich werde den Kurs jetzt erstmal einfahren zum Landi, ne, damit ich den hab und ihr müsst nicht zugucken. Das langweilt euch nicht dann mit Cosplay. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es hier rund geht. Bis gleich. Gut, ich habe den Kurs eingefahren. Diesmal sollte der besser funktionieren als der letzte. Pack mir den Anhänger jetzt voll mit Torf. Die stand ja wieder still, die Produktion. Jetzt entnehmen wir hier wieder Torf. Das heißt, die Produktion läuft dann gleich wahrscheinlich auch wieder an. 13.584 Liter Diesel. Ja. Das verdreifacht sich. 13.26, 39.000 Liter Torf werden wir dann wieder kriegen. So. Ja, man hört es an den Geräuschen. Die Produktion ist wieder im Gange. Ne? So, Anhänger ist voll. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Diesmal habe ich beim Landi halt aufgepasst, wie ich fahre, damit der also auch nicht da hängen bleibt, sondern erst hier wieder zum Stehen kommt. Und halt den Kreislauf vom Kurs vollendet. Dann sehen wir uns gleich bei Landi wieder, würde ich sagen, und gucken, wie viel wir abstauben. Bis gleich. Ja, wir sind jetzt gleich da am Landi und ich hoffe, ich habe diesmal alles richtig gemacht und er bleibt nicht hängen. Und neugierig bin ich ja jetzt, wie viel wir für 52.000 Liter Torf bekommen. Ich gehe mal davon aus, die Summe ist beachtlich. Ne? So, er biegt ein. Abladetrigger. Erkannt hat er alles. Das ist schon mal schick. Und jawohl. Ist kein Kipper, ist ein Abschieber. Schöner Vorteil, weil wir hier unterm Dach stehen. Kommt da also nicht zu Komplikationen und der Kontostand wächst und wächst und wächst und wächst. Ne? Weiter, weiter, weiter. Jetzt ist er gleich leer. Zack. 155.509 Euro mit Torf. Und da passt das auch. So, der fährt jetzt zurück zur Torfproduktion. Ich habe so einen kleinen Rundweg eingefahren für die Orientierung, wo wir hier gleich sind. Wir fahren jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, hier direkt auf die Feuerwehr wieder zu. Tankstelle, ne? Also wir sind jetzt hier auf dem Kurs quasi zurück zum Hof. Da fährt er jetzt aber nicht lang. Das wäre jetzt wieder ein Umweg gewesen. So, ne? Tankstelle, Feuerwehr, hier der Händler. Links geht's zum Hof. Ich habe ne gerade ausgeschickt, dass er zurück auf die Straße kommt. So.
zur Produktion vom Torf. Da sehen wir uns gleich wieder. Er kommt wieder auf den Hof gefahren, ja, von der Torfproduktion. Und ja, die läuft. Ne, hört man am Baggergeräusch. Und ja, jetzt wird er zum Startpunkt wieder vorziehen. Und da bleibt er dann stehen, weil er keine Ladung bekommt. Und wartet. Ne? Da muss man jetzt halt drauf achten. Deshalb nur teilautomatisch. Leider. Aber das ist mir bei den Wegen, die da zu fahren sind, trotzdem schon mal eine große Hilfe. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde gucken, jetzt erstmal komplett den Torf abverkaufen, den wir hier produzieren. Und dann gucken wir uns den Kontostand an und dann gucken wir, was wir mit dem Torf machen. Nicht mit dem Torf. Was wir mit dem Geld, also quasi dem Vermögen machen, das wir mit dem Torf verdient haben und vor allem, wie viel es am Ende ist. Bis gleich. Der von uns angelieferte Diesel ist komplett aufgebraucht. Die Torfproduktion hat auch angehalten. Wir haben jetzt hier noch einen Restbestand von 41.545 Litern fast. Und fast wieder eine ganze Anhängerladung. Da kommt er auch schon. Den Rest werde ich jetzt hier verladen und nochmal wegbringen. Kontostand aktuell 348.901 Euro. Das ist eine Menge. Ne? Wie gesagt, ich bringe jetzt den Rest weg, verkaufe den auch noch. Und dann haben wir einen Endkontostand. Und dann sollten wir uns überlegen, was wir mit dem Geld machen. Ich habe da schon so meine Vorstellungen und meine Strategien. Aber das sehen wir dann gleich. Wir liefern jetzt gerade den Rest an. 79%, also 41.545 Liter. Ja, und dann ist das, was wir an Torf produziert haben, zumindest für diesen Erntezyklus, wie ich es ja immer nenne, erstmal erschöpft. Aber wir haben da echt eine Menge Geld mitgemacht, ne? Und gibt immer so zwei Möglichkeiten jetzt, sehe ich so. Entweder wir investieren in landwirtschaftliche Flächen, also Felder, die wir bewirtschaften können. 124.243 Euro. Kontostand 473.063 Euro. Da lässt sich doch was mit anfangen. Also in Felder, um einfach bei der Ernte den Ertrag zu erhöhen. Damit steigern wir auch den Umsatz. So werden unsere Schritte, die wir machen können, immer größer. Aber natürlich nimmt auch das Arbeitspensum zu. Das heißt, im zweiten Schritt müsste man dann in den Fuhrpark investieren. Wir brauchen definitiv noch einen dritten Traktor mit noch mehr Power für größere Maschinen, dass wir die Arbeitszeiten auf dem Feld, also den Schlag, erhöhen können, um einfach schneller zu arbeiten. Und ein LKW wäre nicht schlecht, weil, Moment, du musst nicht wieder zurück zur Torfproduktion. Wir sehen am Verschleiß, ne, 10,8%. Der tut dem nicht gut, immer so mit Volllast dem Traktor loszujuckeln und das auszuliefern. Und dafür ist er nicht gemacht, ne, für die Fahrt auf der Straße. Da wäre vielleicht ein LKW mit einem Anhänger gut, dass wir uns den auch noch anschaffen, der dann diesen Pendelverkehr zum Beliefern, Ausliefern, Umverteilen, wie auch immer, später in Angriff nimmt. Okay. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Bis gleich. Also gut. Da liegen 21.000 Liter Torf noch bei der Kischproduktion. Kompost werden wir herstellen dann aus dem Stroh. Dass wir gewinnen, wenn wir das Weizenfeld abernten, wo wir Weizen angesät haben. Wir haben noch Silage liegen. Die habe ich noch nicht verkauft, weil ich mir gedacht habe, na komm, wir nehmen dir mal die BGA mit ins Spiel. Gucken, ob der Silagepreis an der BGA höher ist. Nicht nur wegen dem Silageverkaufspreis dann, sondern auch, weil dann halt Gärreste entstehen. Und diese Gärreste will ich ja dann endlich benutzen, um unseren eigenen Dünger herzustellen. Und den Dünger brauchen wir auch, um unseren eigenen Weizen oder Getreide weiter zu verarbeiten, um eigenes Saatgut herzustellen, dass wir aus dem
Kreislauf auch raus sind, dass wir es immer nachkaufen müssen und das Ganze selber produzieren. Deshalb die 473.000. Vorrangig werde ich die jetzt erstmal in Felder investieren, um da über den Ertrag schon mal den Umsatz zu steigern. Wie gut das jetzt klappen wird, weiß ich nicht. Ich kenne die Feldpreise nicht. Deshalb gucken wir jetzt mal zusammen, was wir haben, was wir kriegen können. So, das ist unser Rapsfeld. Das ist unser Feld mit den Sojabohnen. Hier wächst im Moment Gras. Das ist eigentlich unser Sonnenblumenfeld. Da habe ich jetzt aber Weizen angesät. Und das soll sich ändern. Ich habe jetzt also gedacht, ich lege Feld 9 und 8 im nächsten Erntezyklus zusammen und nutze die größere Feldfläche dann für die Sojaproduktion. Das müsste ungefähr so dann das Doppelte sein, weil Soja einen verflucht niedrigen Ertrag hat. Dann brauche ich aber wiederum ein Rapsfeld. Ne? Raps und Soja wird bei der Dieselproduktion ungefähr in gleichen Mengen benötigt. Und Rapsfeld, wir gucken mal, was kostet das denn? Ach, das könnten wir uns noch nicht mal leisten, weil die Fläche so groß ist. Ne? Das ist hier relativ klein noch. Das könnte man später dazu nehmen als Weide, um da wieder Gras zu machen für Silage. Das ist auch relativ günstig. Ich brauche jetzt aber erstmal alternativ ein neues Feld für Raps. So, wie dehnen wir uns aus? Wir könnten über der Brücke rüber das Feld 31 mal ins Auge fassen. Das ist relativ teuer, weil da auch wieder so viel Gebiet bei ist, ne? Wir könnten für Raps auch die Nummer 3 ins Auge fassen. 347.000, 393.000. Ach, du ahnst es nicht. Es wird nicht besser. Feld 7. Aha, 137.000 nur. Als Alternative für das Rapsfeld. Das sieht doch gut aus. Das kann man doch mal machen. Jetzt liegt da eine Straße zwischen. Wir könnten die Felder hier alle noch nicht mal miteinander verbinden. Dann ist das so. Feld 7 und 137.000, 184.000 ist das Feld Nummer 6. Das 12er ist 166.000. Wir machen das jetzt. Ich kaufe jetzt das Feld 7. Da wird dann in Zukunft Raps angesät. Dafür kann ich das dann zusammenlegen als Feldfläche für Soja. So, kaufen. Meins. So, dann werden hier wieder Sonnenblumen angesät. Ich brauche als Ersatz ein Weizenfeld. Was ist das hier wert? 256.000. 166.000. Das könnten wir als Weizenfeld nehmen. Definitiv. 166.000 kaufe ich jetzt auch an. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Kohle über. Wenn wir die 15 jetzt nehmen, sag ich mal, ach, das wird wieder eng vom Geld her, ne? Ah, da habe ich auch eine andere Überlegung. Wenn wir jetzt die 15 nehmen und hier Gras ansehen, anstelle Feld 10, dann könnten wir hier noch mehr Gras ernten. Denk mal, die Fläche ist jedenfalls größer als auf Feld 10. Und Feld 10 können wir dann nehmen für Zuckerrüben. Kaufe ich das jetzt? Kaufe ich das später? Kaufe ich das jetzt? Kaufe ich das später? Ich würde sagen, das Feld 15 behalte ich im Gedanken erstmal in der Hinterhand. Das kaufe ich jetzt noch nicht, einfach um einen finanziellen Puffer zu behalten. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben Feld 7 und Feld 12 jetzt hinzugekauft. Ich will jetzt da einfach mal, so, ich lege den Turbo ein. Und wir gehen die Felder jetzt mal begutachten, was wir uns da angelacht haben. Ne? So. Guten Tag, ich muss hier durch. Danke, 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 danke. So, Feld 7. Irgendwo hier muss ja mal eine Zufahrt sein. Sonst kommen wir ja nirgendwo aufs Feld drauf, ne? Ich laufe mal drum rum. Nee, also so eine richtige Zufahrt entdecke ich jetzt hier gerade nicht. Aha,
Straße. Also kann man einfach von der Straße aus irgendwo auf das Feld. Naja gut, was haben wir denn hier? Wir haben hier Gerste. Gerste ist noch im Wachstum, das heißt noch nicht erntereif. Aber das Schöne ist, wir können die Gerste jetzt ernten. Wir haben dann Stroh für Kompost und die Gerste, da können wir schon mal wieder Mehl draus machen. Damit werden wir dann definitiv die Kosten, die wir investiert haben, um das Feld zu kaufen, denke ich mal, wieder reinkriegen. Was haben wir hier? Das haben wir auch gekauft. Feld 12 Sonnenblumen. Erntereif. Na sowas. Das ist ja prima. Erntereife Sonnenblumen, das Equipment ist da. Ja. Leute, ich würde sagen, kleiner Cut nochmal. Wir sehen uns gleich wieder. So, Abfahrer habe ich da hinten mal hingestellt, in der Nähe, der ist schon mal soweit klar, auch Kurse habe ich schon eingefahren und ich will dann jetzt hier mal sehen, dass ich mal die Sonnenblumen eben hier abernte, ne? Da habe ich auch schon entsprechend den Kurs generiert, finde ich ja prima, ne? Ich werde jetzt den Abfahrer natürlich noch nicht starten lassen. Ich will mir die erste Runde noch mal angucken, wann er denn soweit ist, dass er voll ist. So, erster Wegpunkt. Einschalten. Abfahrer einstellen. Kann er mir hier ins Feld stechen? Also ich habe auch keine wirkliche direkte Zufahrt gefunden für das Feld. Von daher ist es fast schon wurscht. Der stand jetzt hier, weil die Straße da, die Beschilderung zeigt ja, da geht es zum Hof hin. Von da bin ich jetzt auch gekommen mit dem Ungetüm. Schöne ruhige Nebenstraße, da passt ja auch das Schneidwerk durch. Ah ja, ne? So. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie hoch der Ertrag ist hier vom Sonnenblumenfeld. Ich ernte das mal eben ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da ist dann jetzt also alles geerntet. Das Feld ist leer. Der Ertrag ist jetzt nicht so berauschend. Holen wir mal die Reste raus aus dem Drescher. Und damit das alles seine Richtigkeit gleich hat, lasse ich den Abfahrer das Ganze auch wegbringen. Mhm. Kombinierter Kurs. Kurs ist geladen. Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. So. Dann bringt er das jetzt ins Silo. Dann holen wir noch den Drescher vom Feld. Der muss eh, wenn umgebaut werden, bevor wir mit dem weiterarbeiten können. Von daher, ja, wir sehen uns gleich auf dem Hof wieder. Ja. Ich habe die Sonnenblumen eingelagert. Jetzt holen wir mal hier unter den Abladetrigger runterfahren. Da Überladen beginnt hier ungefähr, können wir nehmen. Ich wüsste jetzt keine Produktion für Sonnenblumen. Ich gucke jetzt erstmal an den Preis. So, da Sonnenblumen. Bester Preis bei Landi. 1553 €. Mhm. Mhm. Gibt es Produktionen, wo wir Sonnenblumen brauchen? Ja, beim Diesel, aber da haben wir genug. Baum, Weizen, Hopfen, Malz, Wasser. Nö. Nö. Nix da. Okay. Also. Verkaufen wir das Ganze bei Landi. Ne? Jetzt gucken wir mal eben, ob wir, ja, fällt dazu, Hofgetreidesilo. Ne, Landi haben wir noch nicht. Landi ist ja auch so ein Anlieferungsproblemfall. Wir erinnern uns. Hm, ja, ich fahre schnell einen Kurs ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir machen die Trigger hier ja immer so ein bisschen Kopfschmerzen. Deshalb überprüfe ich das Ganze jetzt. Sonnenblumen. So. Und wir werden das
die Sonnenblumen, die wir geerntet haben, jetzt direkt bei Landi verkaufen. Das wird nicht viel Gewinn bringen, aber ne? Und dann hatte ich eine Idee, was wir mit dem Geld machen. So, jetzt gucken wir aber erstmal, ob er den Trigger richtig anfährt oder ob ich hier wieder Schwierigkeiten zu erwarten habe. Das nicht funktioniert. Doch, funktioniert. Prima. War also wie gesagt nicht viel vom Ertrag her, 16.498 Liter, aber naja, Kleinvieh macht halt auch Mist, ne? So, dann verkaufen wir das jetzt mal eben beim Landi und gucken mal, wie viel uns das bringt und wie unser Kontostand dann aussieht. Und dann zeige ich euch, was ich für eine Idee hatte. Bis gleich. Hab das gerade beobachtet, ich bin ziemlich sportlich gefahren, wenn das mal nicht noch Schwierigkeiten gibt mit anderen Fahrzeugen, aber das wird sich dann zeigen später, sonst mache ich den Kurs nochmal neu. Aber das hat bis hierher jedenfalls geklappt, ohne dass ich eingreifen musste. Dann haben wir mal die 16.498 Liter Sonnenblumen hier ab. So. Kontostand wächst auch wieder. Das waren 25.626 Euro. Okay. Er macht sich jetzt auf den Weg zurück zum Hof. Und ich hatte jetzt folgende Idee. Wir haben einen Kontostand von 194.921 Euro. Und ich sagte ja, wir haben auf dem Hof noch liegen unsere Silage. Das Gerstefeld, wo wir jetzt ankommen, zu rechnen, das ist ja unseres. Ne? Moment. So, jetzt. Links waren die Sonnenblumen. Rechts die Gerste, die müssen wir auch noch ernten. Aber die ist halt noch nicht so weit. Und wie gesagt, wir hatten die Silage noch liegen. Und dann habe ich mir gedacht, gucken wir doch jetzt mal. 155.000 kostet die BGA. 194.000 haben wir. Dann bleibt noch ein kleiner Geldpuffer über. Und wir müssen das Feld 7 ja noch ernten. Und dann haben wir, das ist ja Getreidegerste, ne? Dann können wir wieder Mehl draus machen, das Stroh. Da machen wir dann Kompost raus. Bringen wir zu der Kirche hoch. Ah ja, wir verdienen noch genug Geld. Und dann dachte ich mir, ja, BGA, komm. Kaufen. Wir haben unsere BGA jetzt und da können wir dann unsere Silage verkaufen. Jetzt ist nur die Frage, taucht die BGA denn hier auf? Tatsächlich, jetzt wo wir sie gekauft haben, steht die auch in der Liste. Dann gucken wir mal, Silage hier, bester Preis, 84.000 Liter. Und tatsächlich, ne? IMO 336 Euro und BGA besserer Preis 360 Euro und wir bekommen dann Gärreste raus. Die Gärreste sind wichtig für uns. Die brauchen wir für den Dünger. War also eine gute Entscheidung. Aber gut. So viel zu heute. Nächstes Mal der Plan, wie es weitergeht, steht. Wir bringen die Silage zur BGA. Wir sehen dann zu, dass wir das Feld 7 geerntet kriegen. Das dauert halt einen kleinen Moment noch und wir müssen noch Felder nachdüngen, um auf die Düngestufe 100% zu kommen. Und 7 und 12 ist abgeerntet. Da müssen wir dann jetzt noch sehen, was wir wieder Neues ansehen. Auf den Feldern, damit die nicht brach liegen. Dafür haben wir sie ja nicht. Das war heute also ein richtig schöner Tag mit viel Gewinn finanziell und vielen Investitionen in die Zukunft zur Umsatzsteigerung. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch wieder fürs Zuschauen zu bedanken. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Für einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich wie immer freuen. Und nächstes Mal geht es dann hier weiter auf dem Hof in Südhämmern. Ich war, bin und bleibe euer Shorty von der Test Area. Wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende. Bis bald. Ciao, ciao.